Heute sind wir hier in Kintamani am Fuße des Vulkan Bad Hur. Durch den noch aktiven Vulkan gibt es hier sehr viele Hot Springs, die teilweise in wunderschöne Bäder angelegt sind, wie hier der Bad Hur Natural Hot Spring. Doch dieser ist nicht unser eigentliches Ziel. Mit Dennis, dem Besitzer unserer momentanen Unterkunft Kintamani Cabins, sind wir unterwegs zu einem versteckten, schaurigen Platz, dem Friedhof von Trutschan. Dieser liegt auf der anderen Seite des Sees und ist nur über das Wasser mit dem Boot zu erreichen. Der See ist bis zu 7,5 Kilometer lang und 2,5 Kilometer breit. Damit ist er der größte See Balis. Er liegt innerhalb der großen Caldera, in der auch der Vulkan Gunung Batur liegt. So, und jetzt gehen wir zum Bootsfahren. Dennis hat unser Boot organisiert und das Timing passt perfekt. Das Boot ist da. Dennis fährt schon gleich mal los und kurz darauf übernimmt Dietmar das Steuer. Er will auch Spaß haben. Am nördlichen Ufer haben wir einen tollen Blick auf den Vulkan Gunung Batur. Direkt gegenüber liegt der dritthöchste Berg Balis, der Gunung Abang. Er ist auch die höchste Erhebung hier am See. Wir sind unterwegs Richtung Nordwest und entdecken den Pura Segara. Mit seinen 11 Dächern, den Merus, erinnert er sehr an den Ulaanbaatar. Doch hier ist es sehr ruhig und noch nicht so touristisch überlaufen. Wir legen an und schauen uns diese Anlage mal von der Nähe an. Zum Eintreten braucht man hier obligatorisch einen Sarong und der Eintrittspreis besteht aus einer freiwilligen Spende.
Das war jetzt ein ganz gemütlicher Besuch des Puraseggara am Bathursee. Jetzt geht's weiter zu unserem eigentlichen Ziel. Dabei kommen wir noch an großen Fischfarmen vorbei, in denen der hier berühmte Nyak-Nyak-Fisch gezüchtet wird. Der Nyak-Nyak ist eine Spezialität dieser Region und wird in vielen Warungs und Restaurants hier angeboten. Wir nähern uns einem mystisch-schaurischen Ort, der noch vor kurzem abgelegen und verlassen lag. Doch auch hier hält der Tourismus Einzug und so wurden große Anlegestellen für Schiffe fertiggestellt. Doch noch ist dieser Ort bei Touristen nicht wirklich publik und so kommen wir hier ganz alleine an. Wir besuchen den Friedhof von Trutschan. Einmalig und außergewöhnlich ist die Art der Beisetzung. Hier werden die Toten weder begraben noch eingeäschert. Die Leichname werden nur in Tücher gehüllt, auf dem Boden aufgebahrt. Dann werden über ihnen Bambusstäbe in Form eines Zeltes aufgerichtet. Da der Platz hier sehr beengt ist, können maximal 11 Leichname hier abgelegt werden. Es dürfen allerdings nur Bewohner des Ortes Trutschan sein, die verheiratet waren und eines natürlichen Todes starben. Jüngere, ledige und verunfallte Menschen werden auf dem normalen Friedhof begraben. Wir betreten die Friedhofanlage und werden sofort von einem dominanten Affenmännchen gewarnt. Und was hier um die Gräber aussieht wie eine Müllkippe, sind die Grabbeigaben. Früher waren sie organischer Natur und sind verrottet. Heute landen auch hier nicht verrottbare Gegenstände aus Plastik, die dem Verstorbenen früher lieb und wert waren. Darum werden sie auch nicht beseitigt. Da es hier nur Platz für 11 Menschen gibt, wird, wenn ein neuer dazukommt, immer der, der am längsten liegt, wieder entsorgt? Doch der Schädel wird hier im Wald belassen und aufbewahrt. Über den zuletzt abgelegten Leichnam wird ein kleiner weißer Schirm aufgespannt. Eine Affenhorte ist hier heimisch geworden. Sie fungiert als Grabwächter und Grabräuber zugleich. Der Geruch des Todes liegt natürlich auch hier in der Luft. Doch ein penetranter Leichengestank ist es nicht. Das soll an einem heiligen, seltenen Baum liegen, dem Taromenjan-Baum. Er verströmt einen süßlichen Duft und übertönt somit den anderen Gestank. Mit gemischten Gefühlen verlassen wir diesen schaurig gruseligen Ort und kommen noch vorbei an einem kleinen Tempel, dem Pura Dalem,
dem Tempel des Todes, der Platz, an dem der Toten gedacht wird. Die Bewohner des Ortes Drujan kommen mit kleinen Einbaumbooten hierher. Hier hat das Wasser eine grün-gelbliche Färbung, was teils von Algen, teils vom Schwefel des Vulkans kommt. Am Oberlauf des Sees entdecken wir noch weitere Tempel. Wir sind ja schließlich im Land der Götter. Und im See befindet sich Patung Devi Danu, die Statue der Göttin des Sees. Mit einer Höhe von 15 Metern ist sie die höchste Statue der Devi Danu in ganz Indonesien. Ihr zur Seite stehen Statuen der Ritter des Königs und Statuen von Hofdamen. Hergestellt wurden sie aus dem Beton mit Kintamani-Sand und dann mit Gold überzogen. Und jetzt geht's mit Highspeed wieder nach Hause. Wenn ihr sehen wollt, wo wir untergebracht sind, hier in den Kintamani-Kabins. Ich zeige euch das. Die Kabins sind kleine Häuschen, die schlicht und einfach eingerichtet sind. Zum Schlafen reicht's und Dusche und Toilette haben wir hier auch. Nach diesem erlebnisreichen Tag verwöhnt uns die Chefin mit Nyak-Nyak, den Fisch aus dem Bathursee. Chili? Yeah, chili, everything like that. Uh-huh. This first one. Ah, sambal maksi. Local sauce. Uh-huh. The fish is the fish. So the fish. From Mount Batur. Yeah. Well, from Lake Batur. From the lake. From the lake. Yes. Okay. From the lake. Uh-huh. Chern Nyak Nyak. Das ist eine Spezialität hier, das gibt es nur im Bereich Kintamani am Bathursee. Das ist ein Fisch, den sie hier fangen und die hat jetzt uns lecker zubereitet. Ja. Dennis hat inzwischen schon mal ein paar Nachtischbananen gebracht. Hoffentlich reichen die. Hier in der Anlage haben wir 2 Hot Spring Pools und die können wir jetzt in aller Ruhe ganz alleine genießen. So, jetzt bin ich mal in einem Hot Spring Pool. In unserer Anlage. Hier ist es schön warm und das Wasser, wo hier rauskommt, ist heiß. Ja, gut heiß, gut warm. Gut warm. Herrlich. Ah. Wir hatten einen herrlichen Tag und so stört uns der nächtliche Regenguss überhaupt nicht. Wenn ihr morgen wieder dabei sein wollt, könnt ihr gerne hier abonnieren, das Glöckchen drücken und schon seid ihr dabei. Tschüss, bis zum nächsten Abenteuer.